So, guten Morgen und weiter geht es mit unserem klassischen Pong-Spiel. In den letzten Folgen haben wir ja die Einzelteile sozusagen geschrieben. Wir haben die Bumpers, wir haben die Pelz, wir haben den Ball, wir haben den Sound. Und die ganzen nützen uns ja jetzt noch nicht so viel, denn die tun ja noch nichts. Wenn wir jetzt wieder mal unser Spiel starten, dann sehen wir immer noch unsere schwarze Kiste und da sollen jetzt die Paddles sich bewegen, der Ball soll mit den Wänden kollidieren und bla bla bla. Und das machen wir jetzt. Und gut. Das Erste, was wir brauchen, wir werden ja eine Score-Anzeige machen, die so pongmäßig da mitten im Spielfeld daddelt. Und um Texte in XNA anzuzeigen, brauchen wir eine Font. Dazu gehen wir rechtsklick auf den Content Folder und sagen da einfach neues Element. Und dann gibt es hier einmal die Datei Sprite Font und die nennen wir zum Beispiel jetzt einfach mal normal. Oder einfach nur Score-Font. Gut. So, wir sehen, die wird direkt geöffnet. Wir machen mal als Schriftgröße irgendwie so 26 oder so. Den Rest lassen wir jetzt erstmal so und speichern das und können es direkt wieder zumachen. Die Schriftgröße passt mal sonst gegebenenfalls später noch an. Also gut. So, wir brauchen wieder tonnenweise Variablen. Eigentlich sind das, glaube ich, gar nicht so viele. Und die kommen jetzt hier drüben hin oder hier oben direkt als erstes. Und zwar ist die erste, die wir benutzen, public int screen unterstrich w gleich 1280. So, muss ich mal kurz das Mikro zur Seite schieben. So, public int screen unterstrich h für die Höhe gleich 768. Dann haben wir noch einen public bool full screen gleich false. Ich möchte jetzt zumindest nur fürs Debugging keinen full screen. Und dann gibt es noch ein public bool multisampling ist ebenfalls false. So, das sind so die größten sagen Graphics-Eigenschaften, die der Graphics Device Manager haben kann. Also wir legen die Größe des Ganzen fest und wir können dann auch sagen Multisampling oder Fullscreen, ja, nein. Und das sind jetzt erstmal so die großen Sachen, die wir anpassen müssen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt Full HD haben, dann müssen wir da 1920 mal 1080 hinschreiben. Und ja, also da können wir jetzt auch mal kommentieren. Basic Settings, da kommen später noch welche dazu, wenn ich eine KI mache. Weiter geht's mit dem Create Player Instance. Hoffentlich richtig, egal. Unser Player ist unser Paddle, das heißt, dafür haben wir eine Paddle-Klasse geschrieben und um ein Paddle zu kreieren, brauchen wir erstmal Paddle und das ganze Paddle nennen wir Player 1. Ganz kreative Sache. Und das ist ein neues Paddle mit Klammer auf. Einmal Screen W, Screen H. Ende aus. So, das erste, was wir jetzt sehen, wir müssen ja beim Paddle, müssen wir nicht, können wir die Screenhöhe und Breite angeben. Und wir sehen, die sind jetzt unterkringelt, obwohl wir Variablen hier haben. Das liegt daran, dass sie nicht statisch sind. Deswegen müssen wir da jetzt ein Static vorklatschen, da sie diese sich nicht verändern dürfen. Und wir sehen direkt, der Fehler ist behoben. Weiter geht's. Kopieren wir es einmal, machen wir Pedal 2 draus. Das heißt, wir haben jetzt schon mal unsere beiden Pedals, aber die beiden Pedals wissen noch nicht, wo sie sind und sie wissen noch nicht und sie werden noch nicht gemalt. Das müssen wir dann also später noch machen.
Es geht aber weiter mit dem Ball. Wir brauchen ja auch einen Ball. Und dazu haben wir auch schon die Klasse geschrieben, die heißt Ball. Ganz kreativ. Und den nennen wir einfach mal Ball gleich New Ball. So, weiter geht's mit den Bumpers. Davon brauchen wir jetzt 4 Stück. Und das Ganze wird dann wie oben schon mit Bumper aufgerufen. Fangen wir mal mit dem Top Bumper an. Das ist gleich ein New Bumper. Und da geben wir jetzt die Koordinaten an. Wir lassen ihn bei 1,1 starten. Gehen nach Screen Width. Gehen nach 2. Also ein Pixel breit hat er. Gehen wir nach Do. Ne? Lassen wir es also mal auf 2. Das können wir später noch anpassen, wenn da irgendwelche Lücken sind. Und gehen dann halt 2 Pixel in den Screen rein. Das heißt, unser Bumper ist dann total ein Pixel breit. Ich glaube, in dem hier oben in der Paddle-Klasse habe ich, glaube ich, Bumper als 3 Pixel genommen. Werden wir gleich nochmal gucken. So, gut. Machen wir mit dem Bottom weiter. Bottom Bumper, also der unten ist, der bleibt bei 1. Bei der X-Achse geht aber dann zur Screenhöhe. Das heißt, unser Startpunkt für unseren Bumper ist hier unten, da. Aber wir müssen hier noch minus 2 rechnen. Also das heißt, wir sind nicht, wenn wir das jetzt machen würden, wäre der tatsächlich 1 drüber und wäre hier unten im schwarzen Rand drin. Das heißt, wir müssen 2 Pixel höher, damit der Bumper nachher 1 Pixel breit wird. Hoffe ich soweit verständlich. Wir wollen bis Screen Width und 2, das können wir so stehen lassen, auch wieder dann 1 Pixel. Und machen wir mit dem Left Bumper weiter. Der fängt ja ebenfalls wieder hier oben an. Da. Also können wir 1,1 direkt stehen lassen. Das ist ja ganz praktisch. Und wir gehen nach 2 nach unten und gehen, da der ja bis nach unten geht. Wir werden gleich gucken, ob das überhaupt richtig ist, was ich mir jetzt hier gerade so zusammendenke. Gut, machen wir mit dem rechten Bumper weiter. Und der rechte, der fängt ja hier an. Also da setzen wir meinen Startpunkt. Den können wir auch hier unten setzen, dann nach oben gehen. Aber wir setzen ihn jetzt hier. Und wenn der da ist, also auf der rechten Seite, brauchen wir natürlich Screen Width. Minus 2 wieder. 1 bleibt bei Y, also wieder 1 tiefer gehen, dann geht der eine geht verläuft hier, und der andere verläuft da, das heißt wir sind hier. 1 bleibt also und wir gehen runter. Sekunde, das muss weg. Wir gehen 2 in den Bildschirm rein und gehen dann wieder noch komplett unten, also Screen Height. Gut, das war jetzt eine sehr schwere Geburt. Und ich hoffe, das ist richtig, was ich mir hier gerade dann zusammengebastelt habe. Aber es sollte hoffentlich richtig sein. So, machen wir mit dem Sound weiter. Und der Sound ist relativ einfach. Wir machen uns einen neuen Sound und den nennen wir mal Call Sound gleich New Sound. Also Collision Sound, wenn jeweils, wenn zum Beispiel ein Pedal berührt wird, dann kommt der Blip Sound. Und wir geben jetzt hier den Namen unserer Datei an, die heißt blip.wav. Und wir lassen die Datei nun hier weg, sonst geht es nicht. Und dies ist es Effekt, das müssen wir ja angeben, damit unser
unsere Klasse bzw. ja, unsere Klasse weiß, was es für eine Art von Effekt ist. Die werden ja unterschiedlich behandelt, haben wir ja in dem Video oder als ich die Songklasse geschrieben habe, habe ich das nochmal erläutert. Und das hier ist die der Background Sound, also die Hintergrundmusik und ebenfalls wieder normalerweise heißt die Datei tiers.mp3 und wir geben einfach nur tiers an. Und dieses Mal ist es false, da wir eine Hintergrundmusik haben, also wir haben keinen Soundeffekt. So, machen wir mit unserer, oder? Ja, machen wir mit unserer Font weiter. Denn wir wollen ja auch nachher noch unsere Scores anzeigen lassen und dafür brauchen wir einen Sprite-Font. Also, und die nennen wir jetzt einfach mal Score-Font. Es ist jetzt egal, ob die genauso heißt wie hier die Score-Font, wie das Sprite-Font, was wir hier angelegt haben, da wir das nachher erst laden. Und damit war es soweit. Mal gucken, was sich geändert hat. Außer ich einen Fehler habe. Ach, habe ich vergessen, umzubinden. Gut. Gut, passiert immer noch nichts, da wir auch noch nichts malen und gar nichts machen. Gut, würde ich mit dem Load erstmal weitermachen, mit dem Load-Event. Der ist nämlich auch relativ einfach. Da wir nur eine Sache laden müssen, und zwar ist das das Score-Font, das wir laden müssen. Unsere Töne, also unsere Sounds, werden schon in der Sound-CS geladen. Aber unser Font muss hier geladen werden. Das heißt, wir machen da jetzt einfach mal Sound-Font gleich Content. Content. Wir müssen ja Content laden. Punkt Load. Und jetzt gibt es hier diese beiden Dinger. Und da hatten wir eben in der Sound-CS, wo steht das hier? Ein Soundeffekt, also vom Typ Soundeffekt. Und jetzt haben wir vom Typ Sprite Font. Und da müssen wir ebenfalls jetzt den Namen der Datei angeben. Und der Name der Datei ist hier, der ist ja schon angewählt, aber wieder ohne Punkt Sprite Font, sondern einfach nur Score-Font. Damit ist das Laden der Fonts fertig. Machen wir direkt mit dem Unload weiter. Und der Unload ist ebenfalls so extrem viel Content.unload. Gegebenenfalls noch nö, brauchen wir gar nicht. Gut, Unload heißt dass die Ressource Score von wieder freigegeben wird. Also nicht mehr zur Verfügung steht. So. Haben wir. Initialize brauchen wir erstmal nicht. Ich mache mal kurz diese unnötigen Leerzeilen da weg. Ich weiß, wo mein Cursor ist. Machen wir mit dem Instructor, mit der Game 1, mit dem Game 1 Konstruktor weiter. Also sozusagen die Init-Funktion. Haben wir jetzt nicht unbedingt drunter, aber egal. Und da setzen wir jetzt erstmal Grafikoptionen setzen. Also wir möchten jetzt unserer XNA-Anwendung sagen, du sollst die Größe 1280 mal 768 haben. Gut. Und das ist eigentlich auch relativ einfach. Wir benutzen da das Graphics Device, also Graphics, also zwei Zeilen, drei Zeilen drüber. Graphics Punkt. Preferred Backbuffer Width, das ist unsere Breite. Und Graphics.PreferredBuffer.Height ist unsere Screen-Height. So, hört sich lustig an, ein bisschen unnötig, dieses lange Wort, aber das, wenn wir das zugewiesen haben, ändert sich schon was. Wir sehen, unser Fenster ist jetzt etwas größer geworden. Das heißt, es scheint zu funktionieren, dass wir die Größe des Fensters anpassen können. So, aber wir haben noch zwei weitere. Zweimal einmal Graphics ist Fullscreen, ist gleich Fullscreen. Und Graphics.PreferMultiSampling ist gleich Multisampling, genau. Gut,
Haben wir also jetzt schon mal alle unsere Basic-Grafikoptionen gesetzt und machen wir weiter mit den Player-Pause-Sätzen. Denn unsere Pedals wissen bis jetzt immer noch nicht, wohin sie sollen. Momentan ist immer noch da der Positionsvektor auf 0, also auf nichts. Also würden wir das Pedal momentan sehen, aber wir hätten es gerne in der Mitte als Start, ja. Also wir hätten, das Pedal wäre jetzt momentan hier, ja, da so ungefähr wäre jetzt unser Pedal. Ich bin so gut im Malen. So, aber wir möchten es gerne auch beim Start hier in der Mitte haben. Ebenfalls hier, dieses Pedal wüsste gar nicht, dass es an der Seite kleben soll. Das zweite Pedal, machen wir jetzt in grün. Würde dieses Pedal würde genau über diesem Pedal liegen, je nachdem, ob welches wir zuerst malen. Das heißt, wir würden entweder jetzt dementsprechend das sehen da oder das sehen da, weil die sind genau gleich groß und liegen genau übereinander. Und das wollen wir halt nicht. Wir wollen, dass das eine da ist und dass das andere auf der anderen Seite des Bildschirms ist. Das machen wir jetzt. Und zwar fangen wir dann mit Player 1.PedalPosition. Punkt X, wir wollen zuerst X setzen und X ist für den Player 1. Player 1 ist das Teil hier, ne? Da, das ist Player 1. Gleich auf 35 setzen, erstmal. Das werden wir nachher dann noch ein bisschen anpassen. Ich wollte ein bisschen mehr Abstand zum Bumper haben als nur irgendwie 3 Pixel oder so. 35 oder naja, 40 ist glaube ich schon zu viel, oder? Na, lassen wir es erstmal so. So, Player 1.PedalPos.Y. Machen wir die Screen Height durch 2 Schulz. Genau, Screen Height durch 2 minus Klammer auf Player 1.Pedal Height durch 2. Das heißt, rechnen wir hier erstmal die Mitte des Screens auf. Also die Mitte wäre ja so ungefähr hier. Machen wir das mal in schönem Gelb. So, das wäre jetzt die Mitte. Das heißt, wir bestimmen zuerst die Mitte. Aber dann wäre der obere Punkt hier, da unten, das heißt, das Pedal würde so nach unten ragen. Das heißt, wir ziehen nochmal die Hälfte der Pedalbreite ab und setzen das nach oben. Also wir tun das Ding einfach nur komplett in die Mitte. So. Damit hätten wir Pedal 1, Play 1 fertig gemacht. Machen wir mit Player 2 weiter und gehen direkt wieder auf die X-Position. Ach nee, das heißt ja Pedal Post.x. Pedal Post.x ist gleich die Screen Höhe durch 2, durch 2. Und davon ziehen wir ebenfalls wieder den Seitenabstand ab, sonst wäre unser Pedal oder unser zweites Pedal, was war 2? 2 war rot. Wäre hier. Na, warte, wir gehen schon Z so, ne? Brauchen wir denn mal dieses hässliche. Ne, wir brauchen rot, ne? So. Also unser Pedal wäre sonst erstmal hier. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich dann noch diesen Abstand hier abziehen. Ja, bis zu denen. Dem müssen wir dann noch minus rechnen. So, minus, ja. Also minus 35. Machen wir mit der Y-Koordinate direkt weiter. Die ist jetzt nicht mehr so kompliziert. Die ist nämlich exakt das gleiche, was wir hier oben haben. Steuerung C, Steuerung V, Ende aus. Das war es mit den Pedal-Positionen. So, das gleiche Problem haben wir momentan mit dem Ball. So, unser Ball braucht auch erstmal eine Position, das ist ebenfalls wieder 0. Das heißt, er wäre ebenfalls wieder oben in der Ecke. Und deswegen wollen wir den jetzt auch erstmal setzen. Das machen wir ganz einfach mit Ball.ballPos gleich. Achso, Punkt. Machen wir wieder X. X gleich Screen H durch 2, also mittig, zur Y-Achse. Und dann machen wir noch Ball.ballPos.
Post.y gleich Screen W durch 2, also auch in der Mitte der X-Achse. Jo, ich glaube, das war es, außer dass die Höhe getauscht werden muss. Gut. Was müssen wir noch laden? Lalalala, irgendwas müssen wir noch laden. Hihi, Sound, den Sound müssen wir noch laden. Background Music abspielen. Und wir haben unseren Background Sound genannt. Background Music. Punkt Play Start. Müssen wir nicht noch angeben. Ich stelle mich auf 2, ob der repeatet. So. Das heißt, jetzt wird schon mal unser Sound abgespielt, hoffen wir. Gut, ihr hört, unser Sound wird abgespielt. Und drücken wir das mal. Hier gibt es so eine schöne Option, das nennt sich nämlich Ansehen. Nee. Erweitert Dokument formatieren. Sieht doch schon wesentlich besser aus. Hat sich zwar nur drei, vier Leerzeichen geändert, aber egal. So, die Background-Musik haben wir gestartet. Was müssen wir sonst noch laden? Also Load haben wir ja, den unser Sprite-Font haben wir geladen. Im Initialisierungszeug brauchen wir gar nichts. Unload Content haben wir gemacht. Machen wir direkt mit unserer Update-Funktion weiter. Die Update-Funktion wird jeden Frame aufgerufen, genauso wie die Draw-Funktion. Bloß, dass man das dann halt so getrennt hat. Update ist dann für die Game-Logic oder Kollisionsabfrage oder so was auch immer. Und die Draw-Funktion ist nur dafür da, was wir auf dem Screen sehen. Würde auch vorschlagen, wir machen dann zuerst mal die Update-Funktion. Und in die Update-Funktion kommt erstmal drei Funktionsaufrufe. Denn wir müssen ja unsere Pedals auch updaten. Wir haben ja hier im Bumpers, nee, im Pedal diese Update-Funktion, wo auch die Collision gecheckt wird und so. Und das müssen wir ja natürlich irgendwann mal aufrufen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal Play 1.update. Das heißt, die ganze Position wird upgedatet, neu berechnet und so. Das machen wir natürlich bei beiden. Und unser Ball muss natürlich auch sich bewegen. Also Ball.update haben wir auch. Das heißt, unser Ball geht die Position, also setzt sich die, berechnet sich die neue Position und springt dann dahin. Wir haben auch noch was vergessen. Und zwar, wenn wir die Ballposition setzen, ist mir gerade erst angefallen, unser Ball weiß noch nicht, in welche Richtung er geht. Und wir sind momentan standardmäßig alle auf False, glaube ich, oder? Schulz, weiß ich nicht, oder? Nee, wir haben eine Start hier, also brauchen wir auch keine Start Direction. Okay, hat sich das erledigt. In meinem alten Pong habe ich das so gemacht. Da habe ich dann da die Startposition gesetzt und nicht direkt in der Ballklasse. Und das nächste, was wir in unserer Update-Klasse machen müssen, ist der Player-Input. Ja, unsere Pedals müssen wir natürlich noch bewegen können und wir müssen gegebenenfalls das Spiel beenden. Und das ist relativ einfach. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten Player an. Und das geht ganz einfach. Wir brauchen dazu eigentlich nur if-Abfragen. Also if, auf was wollen wir zugreifen? Auf das Keyboard. Was möchten wir vom Keyboard haben? Wir möchten den GetState haben. Also wir möchten gucken, was für eine Taste vielleicht gedrückt oder losgelassen wurde. Punkt. Und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Also isKeyDown, isKeyUp. Wir benutzen jetzt isKeyDown, also wenn der Key gedrückt wurde. Und jetzt gehen wir einfach bei Keys, Punkt. Und jetzt können wir uns aussuchen, welchen Key. Für den Player 1 würde ich gerne das W haben. So. Und das If wird jetzt ausgeführt, wenn W gedrückt wird. Ganz einfach. Und wir möchten ja jetzt das Pedal bewegen. Das heißt, wir möchten bei den beiden Pedals jetzt immer die X, die Y-Achse hoch oder runter setzen.
Wenn man jetzt oben und unten noch welche hätte, müssen wir es mit der X-Achse machen, aber bei unseren beiden rechts und links an der Seite müssen wir einfach nur die Y-Achse verändern, also jeweils Plus und Minus rechnen. Machen wir das auch mal. Wir wollen nach oben, also Player 1. Naja, Autocomplete wieder super. Punkt Player Pedal Post heißt das. Okay. Punkt Y ist plus gleich Player 1 Punkt Pedal Speed. Also, wir müssen, um nach unten zu kommen, müssen oder nach oben zu kommen, nach unten, müssen wir tauschen. Um nach unten zu gehen, wollen wir jetzt nach unten oder nach oben? Wir wollen ja eigentlich nach oben, also müssen wir Minus rechnen, denn Y geht nach unten ins Positive. Also desto weiter unser Pedal runter muss oder runter will, desto höher muss der Y-Wert sein. Und deswegen müssen wir minus die Pedal-Geschwindigkeit. Das heißt, unsere Pedal-Geschwindigkeit ist gesetzt auf 20, sagen wir mal 20 Pixel. Vereinfacht gesagt 20 Pixel. Das heißt, es werden dann einfach 20 Pixel abgezogen. Das heißt, unser Pedal rutscht einfach 20 Pixel höher. So, das kopiere ich mir jetzt. Bin ich wieder zu faul. Mache daraus jetzt ein S und sage dort plus. Kopiere ich mir den ganzen Block. Ja, und mache daraus jetzt ein 2, weil wir ja auch die Position des zweiten Pedals verändern wollen. Und da brauchen nehme ich jetzt die Pfeiltasten und die Pfeiltasten heißt einfach ab für die obere Pfeiltaste, also mit dem Pfeil nach oben, und einfach nur down für die untere Pfeiltaste. Und jetzt kopiere ich mir noch eine kurz und das ist einfach nur Escape für die Escape-Taste, nennt sich Escape, nicht ESC. Und das heißt ganz einfach sys.exit, also sysApplication. Punkt Exit. Gut, das heißt, wenn ich jetzt mal das debugge, sehen wir immer noch nichts. Außer was die Hintergrundmusik angeht. Und ja, wir können noch nichts machen. Ich drücke jetzt mal die Tasten. Wir sehen dann, weil die Pedals noch nicht gemalt werden, aber die Positionen werden trotzdem immer berechnet. Und wenn ich jetzt die Escape-Taste drücke, geht unsere Anwendung groß. Das heißt, unser GetState-Gedönse, was wir da gerade fabriziert haben, funktioniert. Also funktioniert ganz gut. Und da würde ich jetzt vorschlagen, wir machen, bevor wir mit irgendwelcher Kollisionsabfrage anfangen, machen wir. Wir wollen jetzt erstmal was sehen, ja. So, dazwischen kommt eine Kollisionsabfrage, also OBJ Update, also alle Objekte updaten. Machen wir aber jetzt erstmal mit der Door-Funktion weiter. Ach, die war schon offen. Gut. Die Hintergrundfarbe haben wir gesetzt mit dem Black und wir brauchen jetzt eine Buffer-Textur, denn wir können Recht oder ja, Rechtecke, woraus ja momentan alle Objekte von uns bestehen, also unser Ball besteht aus dem Rechteck, unsere Pedals bestehen aus dem Rechteck, können wir nicht direkt auf den Screen malen. Wir müssen dieses Rechteck in eine Textur konvertieren oder umwandeln. Und deswegen machen wir uns jetzt eine Textur 2D, weil wir eine 2D-Textur haben. Und die nennen wir jetzt einfach mal Buffer-Texture, weil die wird nur benutzt, um halt das dementsprechend auf dem Screen zu malen. Und das ist eine neue 2D-Textur, die auf das Graphics-Device zeigt. Graphics-Device, also im Grunde, wo möchten wir das malen? Wie groß soll sie sein? 1:1. Das ist egal, weil das automatisch, wenn wir nachher das Pedal malen, automatisch angepasst wird. Man kann rein theoretisch auch nur 0 reinschreiben. So. So, und jetzt sagen wir mal Buffer-Textur.setData. Wir möchten gerne Daten setzen. Gleich, wir machen ein neues Pixel-Array da drin. So. Und dieses Teil füllen wir mit Weiß. Es ist auch egal, da kann man auch ganz Schwarz reinschreiben, aber es muss erstmal eine Basic-Farbe haben. Wenn wir nämlich nachher dann unsere Player malen,
und wir andere Farben haben möchten, das geht ganz einfach. Dann setzen wir einfach nachher beim Draw-Prozess die ganzen Farben. Da wird dann auch die Größe der Textur gesetzt. Aber das sind jetzt erstmal wieder nur so Initialisierungswerte, die gesetzt werden müssen, sonst